So, was ist jetzt richtig dreist, sich da vorzustellen und davor die abzunehmen? Hier ist übrigens eine Kiste, da werden die alle reingesammelt. Da kann man sich 300 Stück rausnehmen am Stück. Ja, wenn das nicht vorher schon jemand gemacht hat. Richtig, da war ich wohl eher vor dir dran. Ha, Wir brauchen deutlich mehr Eisen. ja, sage ich doch. Ja, weißt du, wie ist das Schmelzenbeauftragter? Geben Sie mir eine freie Fläche, dann kommt's. Suchen Sie eine aus. Okay, mein Ohr ist zerstört. Das Weder hat Soundprobleme. Eindeutig. Das ist wirklich sehr, sehr interessante Soundqualität, um nicht zu sagen beschissene. Ich weiß gar nicht, wer da hat. Ich habe gerade 800 Eisenplatten mir daher geholt. Ja, die lagen alle in den Öfen. Genau, weil die Förderbänder sind zu langsam. Wer macht nochmal die Forschung? Forschung läuft ja, wenn ihr hier mal Eisenplatten rein tut. Ihr tut euch mal Eisenplatten rein. Wenn du wieder die Eisenplatten raus, dann setzt du auf Finger. Oh, da war er noch zu nah dran. Das hat er noch gesehen. Ja, ne? Oh. Wer macht mal den Wurm da weg? Immer der fragt. Das ist ein kleiner Wurm, den kannst du wohl selber wegmachen, oder? Ja, wahrscheinlich hat er Ahnung. noch kein Maschinengewehr. Ich Genau, könnte. Ich auch nicht. meine ganzen Sachen gehen alle in die Schmelzen. Ich kümmere mich gleich drum. Ich kümmere mich gleich drum. Also, Au. wenn das deine normale Stimme ist, würde ich dir empfehlen, weniger trinken, weniger Alkohol. Entschuldige. Aber das ist, also, ich hatte ja schon früher beschissene Soundqualität, aber so beschissen war sie, glaube ich. Früher? Na komm, jetzt geht's, oder? Ja, geht, richtig. Also du kannst noch viel mehr Eisen und Kupfer abnehmen da unten. Das staut sich ja alles durch. Mission complete. Ja, Problem, ich krieg den Wald nicht schnell abgelotst. Da bin ich gerade bei. Jetzt Patronen. Du, Komm, ich gehe dann, jemand Hand. Bebop, dann lass es doch jetzt mitreden, dann chatte halt so, das funktioniert auch. Sag mir bloß, wo du chattest, ob hier im Stream oder auf dem Discord und dann achte ich da auch drauf. So wie auf dem Strom. Ja, ne, der ist doch jetzt schon wieder besser geworden. Ich habe doch schon wieder sechs Turbinen reingesetzt. Hallo. Man nannte ihn den Computer. Ich krieg's heute noch hin. Aber es wird jedes Mal besser. Man hat es zumindest schon mal verstanden. Man kann nur ein bisschen verstehen schon. Mann. Ja, es war kein. Wie hört sich's jetzt an? Besser? Allerdings von 1 bis 10 eine 1, also. Wer kennt noch den Film Nummer 5? Das waren drei, vier Ja. Filme. Davon hieß einer Nummer 5. Nummer 5 lebt. Ich glaube, er lebt wirklich. Oh, ich kann nicht mehr. Ja, was hat er? Hör auf zu lachen, ich muss mitlachen. Ah, langsam her. Das wird mit der Sprache nicht besser.
war das? Ich habe Tränen in den Augen. Ich bekomme langsam Bauchschmerzen. Und vor allen Dingen, dabei fällt mir schon der nächste Spruch ein. Oh, nee. So, erst Tränen weggewischt. So, jetzt kann ich Fallo ein bisschen helfen hier. Zur Beruhigung ein bisschen Bäume fällen. Oh. Du kriegst doch dein Fett weg. Oh, das hat man aber gut verstanden jetzt. Beleidigung funktioniert halt immer gut. Oh Gott. Mein Problem ist, mal funktioniert es gescheit und dann wieder das Kratzen. Der Kratzen hast du jetzt auch. Das ist nicht viel besser geworden, aber insgesamt ist es ein bisschen leiser geworden und damit versteht man die Stimme, also das, was du sagst. Ja, ich hab den Sound vom Mikrofon recht runtergeschraubt und diesen Verstärker auch ausgeschalten. Vielleicht solltest du das Headset erst aus der Verpackung nehmen. Das ist so fies. Es ist das Onboard-Mikrofon vom Laptop. Oh, echt? Krass. Aber das sollte doch eigentlich gut angesteuert werden. Auch ein Onboard-Mikrofon im Laptop ist normalerweise besser. Ja, aber vielleicht ist da irgendein Dreckkrümelchen drin oder so. Oh. Oh. Wer hat noch alles Tränen in den Augen? Ich sag ja, ich zu 50% oder zu 80% vom Lachen, zu 20% durch die Bauchschmerzen. Hallo? Ja. Hallo, ja, hat man gut gehört. Aber immer noch kratzen, aber besser. Ja. Ach, Gott sei Dank habe ich die Cam nicht an. Gott sei Dank. So, jetzt ist die Waldschneise komplett fertig. Und ich habe über 1000 Holz im Inventar. Yippie. Das kannst du deinen Kraftwerken so Futter geben. Ja, die haben ja momentan genug Kohle. Wenn dann hier Logistik fertig ist, dann kann ich das mit Splitter einführen lassen, ja. So. 18 ist noch unter der Hälfte, aber machen wir mal neu. Sehr schön. Hallo? Oh ja, das war schon wesentlich besser. Zwar immer noch mit Knattern, aber diesmal, ja, ist laut. Ich kriege das Kratzen nicht raus. Ja, wir merken das. Aber es ist auf alle Fälle besser als das, was vorher war. Das ja. Hat man ja gar nicht verstanden. Ja, das stimmt. Aber wirklich kommunizieren ist damit auch noch nicht. Außer du willst, dass wir am Lachfleisch sterben. So. Wer trauten sich hier die 16 Kohleförderer abzubauen, die hier stehen? Der so klug der fragt. Nee, versuch mal was anderes. Ich traue mich. Oh, das war besser. Ja, das war jetzt wirklich besser. Komplett ohne Knattern. Ja. Hat er nicht gehört. Als nächstes kommt wieder. Doch, ich hab's gehört. Ah. Sehr gut. Ah. Jetzt ist das Knattern weg. Ich sag ja, jetzt hat er wahrscheinlich die Schutzfolie runtergemacht. Aprisos, wenn ich dir einen auf die Schnauze haue, werde ich dafür angezeigt?
Ja, aber es gibt mildere Umstände, also von daher kommt er nicht wieder rum. Oh, sie brauchen doch dafür Zeugen. Ich mach meine Cam an. Ich stehe in der dunklen Ecke. Oha. So. Hallo, bist du noch gut ausgestattet mit Eisenplatten und Kupfer? Sieht gut aus, ne? Ja, passt doch ziemlich jetzt. Ich wollte noch mal gucken, ob ich noch was dran baue. Noma, die Sache, das Kupferplattenfließband muss hier mal versetzt werden, weil hier mehr Kohleförderer rauf müssen, weil sonst fängt sich jetzt langsam an, nicht mehr zu stauen. Ich meine ja nur. Ich weise nur darauf hin. Wir warten ja nur darauf, dass da was fertig wird von der Logistik. Genau, sobald das fertig ist, baue ich ja ein Kohleding da auf. Wenn vorher der Strom ausfällt, ist nicht so wichtig. Da fällt der Strom nicht vorher aus. Wie kann der Strom ausfallen, wenn du über 2000 Holz im Inventar hast? Und du erst, du hast da hier auch viel Holz geschlagen. Ja, ich habe 450, also ich tue ja zwischendurch immer entsorgen. Warte mal, dann mache ich jetzt hier einfach mal eine Kiste auf die Seite. Mache einen Greif am Rand, der natürlich genau nicht im Strom ist. Und knall hier das Holz rein. So. Vielleicht lasse ich mir 100 im Inventar. So. Hallo. 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 Da ist er ja, der Hühnerschrecker. Ich will ja nichts sagen, aber unsere Umweltverschmutzung, die breitet sich langsam gut aus, ne? Jo. Wird Zeit, dass da ein paar Jäger auftauchen. Ein paar Jäger? Na, wenn das jetzt funktioniert, dann komme ich jetzt online. Na dann. Das hört sich auf alle Fälle sehr gut an. Ja. Sobald die Untergrundbänder da sind, reiße ich die alte Kupferproduktion ab. Dann wird das Ding auch verlegt, das Kupferband. Und dann baue ich Kohle aus und Kupfer auch richtig. Klingt nach dem Plan. Jo. Was haben wir denn hier überhaupt? Wissen? Ja. So. Das. Ja. Welche Version war das jetzt nochmal? 1.1.35? Nein. 4.6. 4.6 hinten. Die aktuelle halt. Ja. Und jetzt war es auch übrigens wieder kratzig. Ist egal, aber ihr versteht mich wenigstens. Ja. Naja, wir haben doch einen guten Verbrauch von so fast 70 die Minute. Das läuft. Ja, Flo, jetzt lassen wir mal überlegen, wo wir jetzt grundsätzlich mal die Schmelzen machen, weil, wie gesagt, irgendwo müssen wir uns erweitern, yep. Und das sollte also, was gut. Wie gesagt, ich würde die, da wo jetzt deine Produktion endet, da über dem Wald, so dass der See, Wald und dann nach rechts raus, da würde ich die Schmelzen hinbauen und dann können wir, da wo der Wald... See? Ich sehe nur See und ganz Karte. Dann mach doch mit einem Ping. Mach doch mit Markierung oder Ping. So, die okay, drei. Gut. Da würde ich die hinbauen. Da kann ich Kupfer hochleiten, da kann ich Eisen hochleiten und kann auch die zukünftigen okay, Eisendinger dahin ziehen. Gut.
Das ist schon mal, dann kann ich mich darauf dementsprechend einrichten. Genau. Und dann baue ich das gleich für blau auf. Für blaue Bänder. Oder mach ich erst für rot? Für rot, bitte. Blau und blau. Für rot. Ja, außerdem tue ich eh von rot auf blau nochmal völlig updaten. Alles klar. Dann ziehe ich mal oben die ersten Bänder, damit man schon mal sehen kann, wo es lang geht. Jo, mach das mal. Und Aprisus, wenn du Langeweile hast. Ja. Ich habe gerade die ersten zwei Geschütztürme hingestellt, falls es dir nicht. Sehr gut. Ja, ja. Ich bin begeistert. Ja. Dann könntest du mal nach noch ein Kupferfeld. Wir haben da oben eins, ich sehe das. Ja. Aber vielleicht haben wir noch irgendwo, auch 6,8, naja. Vielleicht haben wir noch was in der näheren Umgebung. Ja, was denkst du, warum ich da Radare hingebaut habe, damit die uns dann ein bisschen mit der Zeit soweit in der näheren Umgebung alles aufdecken. Das Angel, was ich machen kann, noch gerade nach oben gehen sozusagen. Und genau, das meine ich. Okay. Mal gucken. Könnte ich eigentlich direkt von der Mall oder was auch immer das hier ist, den Strom höher ziehen? Also Mall will ich nicht gerade bezeichnen. Ja, ich sage ja, was auch immer das ist. Aber ich glaube, näher ist das eine Kupferfeld. Dort wird es wahrscheinlich jetzt eh kein Kupferfeld geben. Zumal das ja nicht wirklich weit weg ist. Ja. Soll ich schon für Elektrik? Na nee, bauen wir eh nochmal um. Ich baue für die normalen. Wir spielen halt sehr langsam, weil wir halt den hohen Forschungsfaktor haben. Also, da probiere ich nicht so weit im Voraus planen. Ja, ich muss mich da noch dran gewöhnen. Ich bin jetzt anders gewöhnt. Ja, ja. Wenn ich schon hier oben bin, kann ich das Alien-Nest, was plus einen Spawner hat, schon mal wegmachen. Mach das mal. Yay, Untergrundfließbänder. Sind die wieder scheiße teuer? Immer diese scheiße Inflation. So. Dann mache ich noch den Wurm da im Wald weg. Er geht aber noch, finde ich. Was genau meinst du jetzt? Ja, von Kosten für die Unterirdischen.